Stunde. Wir beginnen heute mit Tagesordnungspunkt 45. Den muss ich gerade noch finden. Das ist der Entschließungsantrag der Abg. Elkebart, Tobias Eckert, Stefan Grüger, Knut John, Marius Weiß und Fraktion. Eigentum verpflichtet, Wohnungsleerstand und Wohnungsmangel bekämpfen. Als Erster hat sich, was haben wir für Redezeit vereinbart? 10 Minuten, alles klar, wie bei Entschließungsanträgen, sehr gerne. Ja, als erste Rednerin hat sich gemeldet die Kollegin Elkebart, SPD-Fraktion. Sie haben das Wort, Frau Kollegin. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im letzten Plenum haben wir über den Entwurf der SPD für ein Gesetz zum Verbot von Wohnraumzweckentfremdung debattiert. Ein Aspekt, den die SPD damit verhindern möchte, sind Leerstände meist spekulativer Art. Überall dort, wo die Immobilien- und Grundstückspreise steigen, finden wir diese vermehrt vor. Da ist zum einen die Flucht im Betongold. Mangels anderer lukrativer Geldanlagen ist es gewinnbringender, sein Geld in Immobilien zu parken. Einfach warten, liegen lassen und kassieren. 10% pro Jahr steigen die Immobilienpreise im Frankfurt- und im Rhein-Main-Gebiet, in den letzten Jahren teilweise sogar bis 30%. Nach einer Haltefrist von 10 Jahren wird auf Immobilienverkäufe keine Einkommensteuer mehr erhoben. Das ist ein entscheidender Faktor. Nur wer mehr als 3 Immobilien in 5 Jahren verkauft, gilt auch erst als gewerblicher Verkäufer. Hochpreisige Wohnungen werden zudem oft noch von reinen Kapitalanlegern erworben und nicht von Menschen, die in der Stadt arbeiten und wohnen. Das ist übrigens ein taufrisches Zitat des Frankfurter CDU-Vorsitzenden Jan Schneider aus der FAZ vom letzten Mittwoch. Übrigens erworben auch von Investoren aus dem Ausland, arabischen Ländern und Asien. Das kann man im Europaviertel beachten. Ist das eine Entwicklung, die wir wollen, wenn Wohnungen gebaut werden? Wohnungen werden entmietet, weil sie sich leer besser vermarkten lassen. Zum einen neu, als hochwertige Eigentumswohnung, aber auch als sanierte oder kernsanierte teure Mietwohnung. Mieter werden vergrault, wenn sie irgendwann als Letzte in einem 10-Parteien-Haus wohnen. Mancher Leerstand hat auch steuerliche Gründe oder eine Erbengemeinschaft, die im Streit ist. Das kann man mit einem Zweckentfremdungsverbot ändern, meine Damen und Herren. Was glauben Sie, wie sehr es eine Einigung befördert, wenn Bußgelder drohen? Und was mich wütend macht, und das geht vor allem an Ihre Adresse, Herr Al-Wazir, aber auch an Sie, Frau Förster-Heldmann, dass Sie die Leerstände einfach negieren. Sie behaupten einfach, es gebe keine nennenswerte Leerstände. Sie berufen sich auf die Zahlen des IWU, die 1,4% Leerstand angeben oder sogar, wie kürzlich von ZIA veröffentlicht, sogar nur 0,5% in Frankfurt. Sie wissen genau, dass es keine statistischen Daten über Leerstände gibt. Auch das IWU arbeitet nur mit den Daten des privaten Anbieters Empirica in Zusammenarbeit mit dem Immobiliendienstleister CBRI, der nur marktaktive Leerstände schätzt. Marktaktiv heißt unmittelbar vermietbar oder mittelfristig aktivierbar. Dysfunktionale Leerstände und Ruinen werden nicht bemessen. Insofern sagt Empirica selbst, dass die totalen Leerstände wesentlich höher ausfallen. Etwa 4 von 10 leerstehenden Geschosswohnungen sind nicht unmittelbar verfügbar, schätzt man bei Empirica. Das ist doch Realitätsverweigerung aus Koalitionsdisziplin in Reinkultur, wenn Sie mit diesen Zahlen agieren. Und selbst wenn Ihre 1,4% stimmen, bei 400.000 Wohnungen in Frankfurt wären das über 5.000 Wohnungen. Und wenn davon nur 10% spekulative Leerstände sind, sind das auch 500 Wohnungen, von denen die wir für den Markt zurückgewinnen könnten. Mehrere hundert Wohnungen mindestens könnten wir, wie München, wie Hamburg
aber auch andere Städte für den Mietwohnungsmarkt zurückgewinnen. Es fehlt nur das Gesetz, das Gesetz zum Verbot von Wohnraumzweckentfremdung. Herr Präsident, mit Ihrer Erlaubnis, ich will Ihnen jetzt einmal zeigen, um was es geht. Fischerfeldstraße, Ecke Schützenstraße. Das ist ein Haus, das jetzt ein Jahrzehnt schon leer steht. Wir haben die Bergerstraße, Bergerstraße 6 und 8. Auch hier sind nur noch zwei Wohnungen belegt. Bis 2002 war hier das Café Gegenwart drin. Die Eckenheimer, und übrigens 2012 habe ich gelesen, ein Investor, der im nächsten Frühjahr das Haus entwickeln wollte. Auch hier hat sich leider nichts getan. Die Eckenheimer Landstraße 70, eine uneinige Erbengemeinschaft offenbar. Hier tut sich jetzt zwar etwas, aber auch dieses Haus war über lange Jahre teilentmietet. Die Schwarzburgstraße 54, teilentmietet. Nur zwei Briefkästen sind noch belegt. So sieht das dann aus. Die Eckenheimer Landstraße 24. Auch hier sind nur noch drei Wohnungen belegt. Die Sternstraße 13. Hier sind sieben Wohnungen drin. Von diesen sieben Wohnungen sind null belegt. Das Haus steht seit 12 Jahren komplett leer, wie uns eine Anwohnerin berichtete. Die Rappstraße 6 steht komplett leer. In der Lernerstraße 5 ist gerade nur noch eine Wohnung belegt. Meine Damen und Herren, das waren jetzt nur einige Wohnungen aus dem Nordend gewesen. Und ich sage Ihnen, in ganz Frankfurt sieht es genauso aus. In all diesen Wohnungen und Häusern könnten Menschen wohnen, wenn wir die Voraussetzungen schaffen, um spekulative Leerstände zu bekämpfen. Noch einmal, manchmal reicht auch nur die Androhung eines Bußgelds, um hier etwas zu erreichen. Oder wie Ihr Parteikollege von den GRÜNEN, Herr Palmer, Oberbürgermeister Thalmer, jetzt erwägt, als letzte Maßnahme ein Zwangsverkauf an die Stadt zum Verkehrswert nach einigen Jahren. Palmer macht übrigens gute Erfahrungen mit dem Verbot von Wohnraumzweckentfremdung. Er wirbt dafür, nachzulesen in der aktuellen Sonntagszeitung. Ich muss Ihnen doch jetzt auch nicht sagen, wie die Reaktionen auf die Ablehnung unseres Gesetzentwurfs vor Ort ausfallen, liebe GRÜNE. Es sind doch nicht nur die Mieterbünde, die gegen Sie auf die Barrikaden gehen. Der urgrüne Jochen Vielhauer, ehemaliger Fraktionsvorsitzender im Landtag, hat Ihnen einen Brief geschrieben, da ihm der Kragen geplatzt sei. Zitat aus der Rundschau am 5. März. Haben Sie schon geantwortet? Der grünen Stadtverordnete Uli Bayer, Zitat, zu argumentieren, es gebe in Frankfurt keinen großen Leerstand, halte ich für abenteuerlich. Zitat Ende. Der frühere langjährige Ortsvorsteher Jörg Harrerschein, die Situation wird von Al-Wazir komplett falsch eingeschätzt. Willi Pressmar, grüner Ortsbeirat aus dem Nordend, er wirft Al-Wazir vor, einfach die Argumente der CDU zu übernehmen. Das ginge zu weit, aus der Frankfurter Rundschau vom 6. März. Liebe GRÜNE, die Liste Ihrer sauer gefahrenen Parteifreunde ist doch länger als meine Redezeit. Sehen Sie das doch endlich ein. Sie behaupten hier etwas, von dem Sie vor noch nicht einmal einem halben Jahr in Ihrem Wahlprogramm genau das Gegenteil behauptet haben. Ein Zweckentfremdungsgesetz würde nicht wirken.
Es würde dann behauptet, Herr Al-Wazir, das haben Sie dann in der Zeitung gesagt, es würde dann behauptet, es werde gerade saniert. Das kann man doch ein- oder zweimal sagen. Aber wenn ein Haus wie hier nach 5 oder 10 Jahren immer noch leer steht, dann ist das doch einfach nicht mehr haltbar. Der Genehmigungsvorbehalt von Miet in Eigentum, den Sie einrichten möchten, deckt doch auch nur einen Teil der Gründe ab, weshalb in unseren Städten mit Wohnraum spekuliert wird. Ja, es ist richtig, dies zu tun, aber es langt nicht. Mich erinnert, ehrlich gesagt, diese ganze Entwicklung an eine Zeit in den 70er Jahren, wo es schon einmal solche Zustände in ähnlicher Ausprägung gab. Sie erinnern sich vielleicht an den Frankfurter Häuserkampf. Okay, ich war damals noch etwas zu jung. Aber wo es galt, vor allem im Westend die Umwandlung von Wohnungen in teure Büroimmobilien durch Spekulanten zu verhindern. Hausbesetzung gab es damals, nicht nur in Frankfurt. Grüne Vorkämpfer wie Daniel Cohn-Bendit und Joschka Fischer gehörten damals zu den zentralen Figuren. Frau Kollegin, ich muss Sie an Ihre Redezeit erinnern. Als Student in Frankfurt, und jetzt sitzen Sie hier in Schlips und Anzug und sehen das Thema Wohnungsnot völlig entspannt, oder? Wir müssen jetzt die Daumenschrauben anziehen. Die Städte, allen voran Frankfurt, brauchen jetzt unsere Hilfe. Es ist auch falsch, Neubau gegen den Erhalt von bezahlbaren Wohnungen im Bestand gegeneinander auszuspielen oder aufzurechnen. Meine Damen und Herren, wir brauchen beides. Ich sage noch einmal, was ich im letzten Plenum schon gesagt habe. Sie können gar nicht so viel bauen, wie gleichzeitig bezahlbarer Wohnraum im Bestand verschwindet. Deshalb müssen wir vorhandenen bezahlbaren Wohnraum schützen. München, Frau Kollegin, ich muss Sie noch einmal an Ihre Redezeit erinnern. Machen es uns vor, kommen Sie endlich zur Vernunft und lassen Sie uns gemeinsam Wohnungsmangel und Leerstand bekämpfen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Barth. Bevor ich dem Kollegen Schalauske für die Fraktion DIE LINKE zu dem Tagesordnungspunkt das Wort erteilen darf, begrüße ich auf der Besuchertribüne unsere beiden ehemaligen Kollegen Sieghard Pawlik und Ernst Ewald Roth. Herzlich willkommen. Wir freuen uns immer, wenn Sie uns besuchen kommen. Schön, dass Sie da sind. Und damit darf ich Ihnen das Wort erteilen. Herr Kollege Schalauske, bitte schön, 10 Minuten Redezeit. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Rhein-Main-Gebiet, in den großen und mittelgroßen Städten in Hessen, ist es für Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen kaum noch möglich, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Mieterinnen werden aus ihren Wohnungen und aus den Innenstädten verdrängt, wenn Wohnungen von Investoren aufgekauft, aufgewertet und in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Hartz-IV-Bezieherinnen werden gezwungen, ihre Wohnungen zu verlassen, wenn die Miete die von der Behörde angesetzte Kosten der Unterkunft überschreitet. Der Mietenwahnsinn in Hessen treibt viele Mieter in existenzielle Ängste und Nöte. Mit dieser Entwicklung muss Schluss sein. Wohnen ist ein Grundrecht. Die Versorgung mit Wohnraum ist zu wichtig, um sie dem Markt zu überlassen. Die Wohnungsnöte der vielen und die Rendite der wenigen sind zwei Seiten derselben Medaille. Finanzkräftige Großinvestoren walzen durch unsere Städte auf der Jagd nach Renditen aus Betongold. Sie spekulieren mit Grund und Boden, sie spekulieren mit Wohnungen und Leerstand. Wohnungen werden auf der Suche nach millionenschwerem Profit in reine Anlageobjekte verwandelt. Aber eines darf man dabei nicht vergessen. Diese Situation ist auch das Ergebnis neoliberaler Politik, der Liberalisierung der Finanzmärkte, die Privatisierung der Rentenversicherung, die Steuergeschenke für Unternehmen und Superreiche und
von Krisenpolitik und Bankenrettung. Das heißt, wer über die Misere auf dem Wohnungsmarkt spricht, der sollte über die neoliberale Politik und renditeorientierte Kapitalstrategien nicht schweigen, meine Damen und Herren. Und die Mieter, die müssen das jetzt ausbaden. Und deswegen ist es doch so richtig, dass Mietervereine und Initiativen, Kommunalpolitiker, Sozialverbände, Wissenschaftlerinnen, dass aktive und Fachleute gleichermaßen ein Gesetz gegen spekulativen Leerstand und Zweckentfremdung fordern. Und daher begrüßen wir es, dass wir heute auf Antrag der SPD hier und heute im Hessischen Landtag erneut über ein solches Gesetz diskutieren, denn das ist dringend notwendig. Der zuständige Minister, der Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, bei der Aufzählung dauert es ein bisschen, bis man zum Thema Wohnen kommt, der behauptet nämlich allen Ernstes, es gebe keinen relevanten Leerstand in Frankfurt, und er spricht von einer Leerstandsquote von 1,4%. Was der Minister, was Sie, Herr Al-Wazir, verschweigen, damit ist nur der marktaktive Leerstand erfasst. Das heißt nur ein Teilbereich, nicht Leerstand generell, kein struktureller Leerstand, kein Sockelleerstand. Und der Büroleerstand in Frankfurt, der wurde im Jahr 2016 fast mit 1 Million Quadratmeter mehr Leerstand angewiesen als in der offiziellen Statistik. Also entweder wissen Sie es, Herr Minister Al-Wazir, nicht besser, das wäre bedauerlich, oder Sie arbeiten absichtlich mit irreführenden Zahlen. Das wäre dann mehr als bedenklich, meine Damen und Herren. Zum Glück warten die Kommunen und die Mieterinitiativen nicht auf die Hessische Landesregierung, denn sonst müssten sie auch lange warten. Frankfurt will einen amtlichen Leerstandsmelder ins Leben rufen. Initiativen haben schon früh das Portal leerstandsmelder.de gestartet. Die Kollegin der SPD kann dieses Portal ja gerne unterstützen mit den Recherchen, die sie hier auch dargestellt hat. Die Menschen, die sich mit Leerstand beschäftigen, die sind also viel weiter als die Hessische Landesregierung. Und auch hier im Parlament waren wir schon weiter. Bereits in der letzten Legislaturperiode hat unsere Fraktion in Person meines Kollegen Hermann Schaus mehrfach einen eigenen Gesetzentwurf zum Verbot von spekulativem Leerstand und Wohnraumzweckentfremdung vorgelegt. Der ist immer auf breite Zustimmung in der Anhörung gestoßen. Nur wurde er leider von CDU und GRÜNEN beharrlich abgelehnt. Und in der letzten Plenarsitzung haben wir dann einen weiteren Anlauf vorgenommen und haben erneut einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt. Neben einer Reihe von weiteren Aspekten, die wir an anderer Stelle diskutieren, zeichnet sich unser Entwurf vor allem dadurch aus, dass er Kommunen sehr wirkungsvolle Instrumente an die Hand gibt, gegen Leerstand und Zweckentfremdung vorzugehen. Und das beinhaltet als Ultima Ratio auch die Modell, einen Treuhänder einzusetzen, um zweckentfremden Wohnraum wiederherzustellen, also ein scharfes Schwert. Unser Entwurf, aber durchaus auch der der SPD, enthält wichtige Maßnahmen, um wirksam gegen Leerstand und Zweckentfremdung vorzugehen. Und welche Instrumente dafür sehr geeignet sind, das wird die Anhörung zeigen. Das Bedauerliche der ersten Lesung war allerdings, dass sie uns in dieser Frage überhaupt nicht weitergebracht hat, weil die Regierungsfraktionen und die Landesregierung eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Gesetzentwurf haben vermissen lassen. Trotzdem war die Lesung sehr aufschlussreich, nämlich wie die Fraktionen hier im Hessischen Landtag zur Frage von Mietenwahnsinn und zur Wohnungsfrage stehen. Die Fraktionen auf der rechten Seite des Hauses, die singen das hohe Lied von Markt und Wettbewerb und müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, in dieser Auseinandersetzung auf der Seite von Immobilienkonzernen und Privatkapital zu sitzen. Wenn die Kollegen von CDU und FDP das Motto ausgeben, wer die Miete nicht mehr zahlen kann, der soll sich doch einfach mal eine Wohnung kaufen, da fragt man sich, in welcher Welt leben Sie eigentlich, liebe Kollegen? Wissen Sie, was der einzelne Quadratmeter in Frankfurt am Main und in anderen Städten kostet? Viele Tausende Euro. Das ist mehr, als die meisten Menschen im Monat verdienen. Kein Wort von Ihnen zum Thema Bestandsschutz, keine Rezepte gegen Verdrängungsprozesse. Man sieht, wie weit weg Sie eigentlich sind von den Sorgen und Nöten der Mieterinnen und Mieter und auch der Realität in unseren Städten. Und die Fraktion hier ganz rechts außen, die macht Politik für Eigentümer, die steht nicht auf der Seite der Mieter. Dass die Herren Migranten,
für alles und Migration für alles verantwortlich machen, auch für Mietenwahnsinn und Wohnungskrise. Das zeugt wahlweise von wohnungspolitischer Ahnungslosigkeit oder von absichtsvoller und rassistischer Stimmungsmache. Beides disqualifiziert Sie für die weitere Debatte, meine Damen und Herren. Und was machen die GRÜNEN? Lassen wir doch das grüne Wahlprogramm sprechen. Zitat: In einst populären gewachsenen Stadtvierteln schreitet die Verdrängung voran. Kündigung nach Aufteilung und Umwandlung in Eigentum, kalte Entmietung per Baustelle und Modernisierung sind an der Tagesordnung. Es gibt spekulativen Leerstand, und durch Vermietung von Wohnungen als Ferienwohnungen wird Wohnraum dem Mietmarkt entzogen. Hier gilt es, gegenzusteuern. Und weiter heißt es, ein Wohnraumzweckentfremdungsverbot soll den Kommunen wieder als Option eröffnet werden, damit sie gegen Wohnungsleerstand auch mittels Leerstandsregister vorgehen. Das ist das Wahlprogramm der GRÜNEN, meine Damen und Herren. Oder, wie man hört, soll Matthias Wagner, der Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN, hier in Wiesbaden auf einer DGB-Veranstaltung gesagt haben, wir werden dafür sorgen, dass ein Verbot von Zweckentfremdung ins Regierungsprogramm kommt. Da frage ich doch, Herr Wagner, will man nach der Wahl davon nichts mehr wissen? Was gilt nun, die Formulierung aus dem Wahlprogramm oder die Behauptung des Ministers? Beides passt nicht zusammen, meine Damen und Herren. Und wenn die Landesregierung schon nicht auf die Stimmen der Opposition, auf die Mieterverbände, auf die Initiativen, auf Linke und SPD hören will, dann kann ich das ja verstehen, weil, na ja, was von der Opposition kommt, das ist ja immer schlecht. Aber dann sollten Sie, Herr Minister Al-Wazir, doch wenigstens auf Ihre eigene Basis hören. Der urgrüne Jochen Vielhauer zeigt sich, Zitat, sehr enttäuscht über die Haltung des Ministers. Er findet es angesichts des Leerstands in Frankfurt nahezu zynisch, und die Aussagen stehen, Zitat, konträr zu den Aussagen im grünen Wahlprogramm. Zitat, entweder Sie wollen die Niederlage bei den Koalitionsverhandlungen nicht eingestehen, oder Sie haben es bei den Verhandlungen gar nicht erst versucht. Wo er recht hat, hat er recht? Fragezeichen. Oder der langjährige Ortsvorsteher Jörg Harrerschein. Das ist auch schon erwähnt worden heute. Zitat: Die Situation wird von Al-Wazir komplett falsch eingeschätzt. Tatsächlich stelle der spekulative Leerstand von Wohnhäusern in ganz Frankfurt ein großes Problem dar, und es muss schleunigst gegengesteuert werden. Diese Aussagen, meine Damen und Herren, machen klar, die schwarz-grüne Landesregierung betreibt in Sachen Leerstand und Wohnraumzweckentfremdung Realitätsverweigerung. Und mit dieser Haltung müssen Sie müssen endlich diese Haltung beenden. Hessen braucht dringend ein Gesetz gegen Leerstand und Zweckentfremdung. Spekulativer Leerstand muss endlich wirksam bekämpft werden. Und auch das Bündnis Mietenwahnsinn Hessen ist viel weiter als die Landesregierung. Dem Bündnis gehören mehr als 40 Mietervereine, Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften, Studierendenvertretungen und viele andere Gruppen an. Man kann also davon ausgehen, dass dieses Bündnis die Situation auf dem Wohnungsmarkt gut im Blick hat. Und auch dieses Bündnis fordert ein Verbot von Wohnraumzweckentfremdung und von Leerstand und einen Kampf gegen spekulativen Leerstand. Dieses Bündnis ruft am 6. April auf zu einem europäischen, zu einem bundesweiten Aktionstag. Es sind auch Aktionen in Frankfurt am Main geplant. Wir unterstützen das. Wir finden das gut und richtig. Wer etwas gegen den Mietenwahnsinn tun will, wer etwas für ein gutes Leben und bezahlbare Miete in unseren Städten tun will, der braucht auch den Druck von der Straße. Der braucht ein Gesetz gegen Leerstand und Zweckentfremdung, aber auch weitere scharfe Maßnahmen wie den Mietendeckel, den wir Ihnen morgen hier vorschlagen. Herzlichen Dank, Herr Kollege Schalauske. Nächster Redner ist der Kollege Schulz für die Fraktion der AfD. Sie haben 10 Minuten Redezeit. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Zum Punkt 1 Ihres Entschließungsantrags möchte ich Sie fragen, mit welchen Zahlen und Fakten Sie Ihre Behauptung untermauern, dass der längere spekulative Leerstand von Immobilien auf dem Wohnungsmarkt eine maßgeblich negative Rolle spielt. Wie wäre es, wenn Sie ein paar Zahlen liefern würden? Fakt ist, dass der Leerstand keine maßgebliche Rolle spielt.
Weiterhin kritisieren Sie die von Staatsminister Tarek Al-Wazir genannte Quote von 1,5%. Ich nehme an, Sie haben andere Zahlen, die Sie aber in Ihrem Antrag nicht nennen. Ich wiederhole mich ungern, aber wo bleiben Ihre belastbaren Zahlen? Dankeschön. Außerdem bitte ich Sie zu bedenken, dass eine Fluktuationsquote von 2% normal ist für die Funktionsfähigkeit des Wohnungsmarktes. Somit ist auch Fakt, dass es fluktuationsbedingte Leerstände gibt. Abgesehen davon, dass Politik nicht als Anlageberater tätig sein soll, frage ich mich, wie kommen Sie dazu, Menschen zu kritisieren, die aufgrund ihrer verfehlten Geldpolitik, damit meine ich die auf Bundes- und EU-Ebene, keine andere Möglichkeit sehen, ihr Geld vor 0% Zinsen und Strafzahlungen auf Bankguthaben in von Ihnen abwertend bezeichneten Betongold in Sicherheit bringen. Zwingen Sie doch Ihre Geldpolitik die Menschen zu dieser Geldanlage. Gehen Sie doch mit gutem Beispiel voran und stellen städtische Grundstücke für Bauwillige zur Verfügung, damit endlich mehr gebaut wird und die so geschaffenen Wohnungen den Markt entspannen. Dafür müssen Sie aber auf Ihre Parteigenossen, die in den Kommunen das Sagen haben, Druck ausüben, anstatt den Anlegern und den kleinen Investoren Angst zu machen. Dass leerstehende Wohnungen höhere Preise erzielen, stimmt einfach nicht. Eine gut vermietete Wohnung zeigt doch, dass die Vermietung in dieser Lage funktioniert. Es liegt auf der Hand, dass Menschen ihr hart erarbeitetes Geld in den Immobilienmarkt investieren. Wer propagiert denn seit Jahren, dass Menschen für ihr Alter privat vorsorgen müssen? Nun machen dies einige, und das gefällt ihnen wiederum nicht, wie die das machen. Wir sollten uns fragen, warum manche Immobilienbesitzer sich davor scheuen, ihre Leerstände zu vermieten. In einem Land, wo wir keine effektiven Abwehrmechanismen gegen Mietnomaden und Vandalen haben, dürfen wir die Menschen nicht zwingen, ihre Immobilien zu vermieten, weil die Politik auf der ganzen Linie versagt hat. Nun haben Sie nicht den Mut, den Leidtragenden, also Menschen, die keine bezahlbaren Wohnungen finden, zu sagen, dass Sie versagt haben, dafür aber die Schuld bei den Immobilienbesitzern suchen. Sie möchten mit Ihrem Leerstandsmelder nicht nur in die Persönlichkeitsrechte der Bürger eingreifen, sondern auch das Denunziantentum fördern. Normalerweise ist die Idee eines Leerstandsmelders von Ihren Kollegen der linken Fraktion. Aber Sie folgen natürlich dem Motto, warum eine schlechte Idee nicht kopieren, wenn wir selber keine eigenen haben. Im Kreistag Limburg-Weilburg ist die Fraktion der Linke mit dieser Idee gescheitert. Nun versuchen Sie es als SPD auf Landesebene. Sie führen als Beispiel den Leerstandsmelder in München an und verkünden stolz, dass dadurch sage und schreibe 300 Wohnungen dem Wohnungsmarkt zugeführt wurden. Wenn diese Zahl mit der Einwohnerzahl von München, nämlich ca. 1,5 Millionen, in Relation setzt, dann ist das nicht einmal der sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist an Ineffektivität nicht zu überbieten. Ich verstehe Ihren Drang, etwas tun zu wollen. Fallen Sie bitte aber nicht in Aktionismus. Setzen wir die 2% Mietfluktuation bei ca. 800.000 Wohnungen in München an. Das ergibt 16.000 leerstehende Wohnungen. Und Sie finden 300 Wohnungen. Das ist doch zum Lachen. Das ist keine Parteipolitik, sondern einfach Mathematik. Sie versuchen mit einer Behauptung, die Behauptung der Landesregierung zu widerlegen, die behauptet, es gibt keine spekulativen Leerstände in Hessen. Ich bitte Sie zum wiederholten Male, Ihre Aussagen mit Zahlen und Statistiken zu belegen, damit wir uns gemeinsam sachlich mit dem Thema auseinandersetzen können. Wir brauchen
mehr Bauland und müssen das Bauen entbürokratisieren. Dazu brauchen wir ein schnelles Baurecht. Wir brauchen weniger Sozialwohnungen und weniger Vorgaben zur Energetik und vorbeugenden Brandschutz. Die überbordenden Nebenkosten in Form von Grunderwerbsteuer müssen abgeschafft werden. Wenn Sie Wohnungsmangel bekämpfen wollen, unterstützt Sie die AfD dabei. Die von mir hier aufgeführten Maßnahmen tragen dazu bei. Ihre Vorschläge tun dies nicht. Der beste Mieterschutz ist ein Überangebot von Wohnungen. Danke. Herzlichen Dank, Herr Kollege Schulz. Nächster Redner ist der Abg. Lenders für die Fraktion der Freien Demokraten. Zehn Minuten, lieber Herr Kollege. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ein bisschen habe ich mich ja dann schon gefragt, warum wir denn jetzt heute das Zweckentfremdungsgesetz diskutieren, obwohl die SPD ja einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht hat. Okay. Doch, ein bisschen habe ich mich dann schon gefragt, weil wenn ihr das jetzt wirklich machen wollt und ernsthaft diskutiert, dann ist ja auch ein Anhörungsverfahren oft genug hat man ja auch der SPD bei einem Anhörungsverfahren ja, ist man ja schon mal ein bisschen in die Parade gefahren. Aber an der Stelle denke ich, eine Anhörung wäre sicherlich vernünftig und sachlich und gut gewesen. Ich meine, dass die Kollegen von der LINKEN da nicht mehr zu überzeugen sind, das glaube ich gerne. Aber ich wäre gerne mit euch erst einmal in eine vernünftige Anhörung reingegangen. Und dann hätten wir uns mal gemeinsam uns auch anhören können, wie groß das Problem der Spekulation tatsächlich ist. Leute, liebe Kollegen, ich habe ein bisschen den Verdacht, dass jetzt die böse Spekulation dafür herhalten soll, dass wir ein ernsthaftes Problem am Wohnungsmarkt in Hessen haben, dass es wirklich viele Menschen gibt, die sich nicht mehr mit einer Wohnung versorgen können, die für sie mit ihrem Einkommen bezahlbar ist. Das ist aber am Ende immer nur ein Ablenkungsmanöver und wird den eigentlichen Problemen nicht gerecht. Es gibt natürlich Spekulationsobjekte. Gerade in Frankfurt wissen wir das, dass gerade in dem Luxussegment ausländische Investoren Luxuswohnungen kaufen, die komplett leer liegen, wo nie die Absicht bestanden hat, die jemals selber zu beziehen. Aber dass diese Wohnungen ernsthaft irgendetwas dazu beitragen, dass eine Krankenschwester, eine Lehrerin, dass sich der Feuerwehrmann mit einer vernünftigen Wohnung versorgen kann, also wer dieses Märchen erzählen will, geht komplett an der Realität vorbei. Komplett an der Realität vorbei. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das lenkt dann nur ab. Das lenkt dann nur ab, und wir stellen als Opposition die Landesregierung nicht in den Fragen, um die es denn wirklich geht. Jetzt habt ihr den Weg eingeschlagen und wollt ein Zweckentfremdungsgesetz. Kollegin Barth ist sogar so weit gegangen, dass er gesagt hat, es fehlt jetzt nur noch das Zweckentfremdungsgesetz, dann wird alles gut. Ja, das hat sie gesagt. Das hat sie gesagt. Jetzt fehlt nur noch das Zweckentfremdungsgesetz. Aber, liebe Kollegen, ihr habt mir eben Naivität vorgeworfen. Das ist naiv. Das ist naiv. Das ist wirklich naiv, diese Botschaft hier zu setzen. Und am Ende aller Tage muss man sagen, der Kollege Schalauske setzt ja dann auch immer noch einen drauf, der kann dann ja immer noch einen, der kann ja dann noch eine Keule mehr rausholen. Das sind ja die bösen Kapitalisten, das sind ja die privaten Investoren, die Heuschrecken. Jetzt wenn man sich mal die Realität anschaut, 90% der Wohnungen am Wohnungsmarkt sind private Investoren. 90%.
Es gab einmal den Kollegen Michael Siebel, der war mit mir einer Meinung. Kollege, Herr Kollege, Herr Kollege, der Kollege Michael Siebel ist leider aus dem Landtag ausgeschieden. Der hat Gott sei Dank auch immer gesagt, ohne die Privaten werden wir die Herausforderung an dem Wohnungsmarkt nicht lösen können. Wo ist denn der Sachverstand bei der SPD geblieben? Das ist schon wirklich sehr bedauerlich. Wenn man sich das anschaut, was ein Zweckentfremdungsgesetz am Ende übersetzt ist, genau das Gleiche wie Mietpreisbremse oder Milieuschutzsatzung. Es ist am Ende immer ein Stück Enteignung. Immer wieder 90% der privaten Eigentümer können nicht mehr frei über ihr Eigentum verfügen. Nichts anderes ist ein Zweckentfremdungsgesetz. Wenn Sie immer die ideologische Keule herausholen, Herr Schalauske, dann erlauben Sie mir einmal, dass ich sage, was es ist, was Sie vorhaben. Dann erlauben Sie mir einmal, auf den Punkt zu bringen, was Ihre Absicht ist. Und Sie sagen es auch ganz deutlich, dass Sie eine Abkehr wollen von der Marktwirtschaft. Das, was uns über Jahrzehnte hinweg wirklich sozialen Frieden gebracht hat, die soziale Marktwirtschaft, wird von Ihnen infrage gestellt. Und das sollte man Ihnen auch nicht durchgehen lassen. Sollte man ihn nicht durchgehen lassen. Gott sei Dank hat das Bundesverfassungsgericht sehr große Hürden aufgebaut, um so ein Zweckentfremdungsgesetz überhaupt in die Welt zu setzen. Meine Damen und Herren, und alleine deswegen, selbst wenn der Gesetzentwurf der SPD jemals das Tageslicht dieses Plenums erblicken sollte, glaube ich nicht, dass Sie das tatsächlich am Ende umsetzen können oder anwenden können. Und dann finde ich es sehr bedauerlich, dass wir den neuen Bauminister in Hessen nicht erst einmal die Chance geben, zu zeigen, was er jetzt anders macht. Jetzt will ich Sie einmal verteidigen, das ist auch nicht gut. Also, es gibt doch jede Menge Probleme, die wir hier wirklich schon seit Jahren diskutieren. Das fehlende Bauland. Es fehlt die Frage nach dem Motto, wie können wir denn tatsächlich schneller und günstiger bauen, also die Standards zu überprüfen. Wir haben uns immer wieder mit der Frage beschäftigt, wie können wir auch im Steuerrecht Anreize schaffen, dass tatsächlich mehr gebaut wird. Meine Damen und Herren, wir sind einmal gemeinsam, gerade was das Holzbauen angekommen, was die Hessische Bauordnung anbelangt, ein Riesenstück weiter gewesen. Das waren immer sehr sachliche Diskussionen in diesem Haus. Da war auch die SPD daran beteiligt. Ich weiß gar nicht, warum wir uns jetzt von dieser sachlichen Diskussion jetzt in solch eine Ecke bewegen. Vielleicht, weil es jetzt der böse Spekulant sein soll, der jetzt die alleinige Schuld trägt. Meine Damen und Herren, wenn wir wirklich wollen, dass es wieder günstige Wohnungen auf dem Markt gibt und sich die Menschen mit einer vernünftigen Wohnung auch damit versorgen können, dann hilft nur eins, der alte Slogan der SPD, bauen, bauen, bauen. Warum haben Sie diesen Slogan eigentlich hier an ACTA gelegt? Weiß ich nicht. Und jetzt lassen Sie mich jetzt mal noch über die Frage kurz ausholen, was wir wirklich tun können. Das ist nämlich dann, wenn wir tatsächlich Bauland generiert haben, wenn wir die Kommunen unterstützt haben bei der Entwicklung von Bauland, weil die das alleine nicht stemmen können und weil sie auch Anreize brauchen für die Infrastruktur. Wenn wir das alles gemacht haben, müssen wir uns auch mit der Frage beschäftigen, wie groß sind denn überhaupt noch die Kapazitäten im Bauhandwerk? Würden wir, wenn wir den Riemen auf das Bauen tatsächlich werfen, überhaupt so schnell Wohnungen entstehen lassen können? Meine Damen und Herren, da geht es dann z.B. um Alternativen, den Holzbau weiterzuentwickeln. Da geht es aber auch darum, z.B. auch die industrielle Vorfertigung weiter zu vertiefen und die Chancen zu sehen, die wir in Hessen nutzen können, um das Bauen einfacher und leichter hinzubekommen, damit private Investoren weiterhin ein Interesse daran haben, auch tatsächlich Wohnungen zu machen. Das, was SPD und LINKE hier vorschlagen, ist genau das krasse Gegenteil davon. Damit verscheuchen Sie am Ende die privaten Investoren, die wir dringend dafür brauchen. Sie überlassen das Geschäft
dann tatsächlich nur noch Wohnungsbaugenossenschaften, die das alleine aber nicht stemmen können. Meine Damen und Herren, so werden wir die Probleme am Wohnungsmarkt in Hessen nicht lösen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Lenders. Nächster Redner ist der Kollege Kasseckert für die Fraktion der CDU. Das Wort hat der Kollege Kasseckert, und zwar für ganze 10 Minuten. Herr Kollege, bitte schön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor 4 oder 6 Wochen etwa haben wir uns zu dem oder zumindest zu einem sehr ähnlichen Thema schon einmal hier in die Diskussion begeben. Ich erinnere mich dann, wenn ich die Anträge der SPD lese, an ein Zitat unseres Landrates in Main-Kinzig-Kreis, ebenfalls der frühere und auch heute aber der frühere Landrat Karl Eierkaufer, Sozialdemokrat, der uns immer sagte, guter Mann, unbestritten guter Mann, Herr Rudolph, aber er sagte uns immer, also in der Wiederholung liegt der pädagogische Erfolg. Und jedes Mal, wenn ich die Anträge der SPD lese, die wir vor 4 Wochen ähnlich hier diskutiert haben, sehe ich, dass Ihre einzige Hoffnung offenbar noch an diesem Prinzip Ihres früheren Landrates liegt, nämlich in der Wiederholung liegt der Erfolg, ohne dass wir in der Sache weiterkommen, ohne damit es einen Beitrag zur Lösung des Problems gibt. Von daher sind die Argumente, die dagegen stehen, wahrscheinlich heute wie vor 4 oder 6 Wochen eben die gleichen. Wohnraummangel, Mietpreisentwicklung. Am Donnerstag haben wir einen Antrag der LINKE zu dieser Frage hier auf der Tagesordnung. Es fehlt eigentlich nur noch, dass wir aus diesem Spektrum des Hauses die Diskussion bekommen über die Enteignung, so wie sie in Berlin jetzt diskutiert wird. Aber ich gehe fest davon aus, dass auch da hier, das können Sie organisieren, davon bin ich überzeugt. Ich gehe davon aus, dass Ihre Überlegungen nicht weit davon entfernt sind. Aber ich will es an der Stelle deutlich machen, die einzige Lösung, die einzige Antwort auf die Frage des Wohnraummangels ist der Neubau und der Zubau von Wohnungen. Nur wenn es uns gelingt, in dieser Region in Hessen neue Wohnungen zu bauen, und zwar in einem größeren Maße, dann können wir dem entgegentreten, dass die Mieten überproportional steigen. Dann können wir dem entgegentreten, dass Menschen auch in den Großstädten, in den Ballungsräumen offenbar keine Chance haben, am Wohnungsmarkt eine entsprechende Wohnung zu halten. Herr Lenders und auch viele andere haben einige Punkte genannt, die wir in dem Zusammenhang viel stärker berücksichtigen müssen. Eben nicht die Frage, ob wir normativ mit den ganzen negativen Auswirkungen über Mietpreisbremse, über Zweckentfremdungsabgabe am Ende ja nur erreichen, dass wir Investoren oder die Investitionsbereitschaft abschrecken, diejenigen, die noch bereit sind zu investieren, davon abhalten, dass sie investieren, und am Ende sie mit diesen Methoden oder mit diesen Werkzeugen einen großen Aufschlag vielleicht hier im Landtag haben, aber eine geringe Wirkung in der Frage dessen, was die Menschen bewegt, nämlich dass sie bezahlbaren Wohnraum im Ballungsraum erhalten. Die einzige Antwort darauf kann eigentlich nur sein, dass wir Bauland bereitstellen. Auch in der Diskussion, die wir geführt haben, zum Landesentwicklungsplan war das ja ein Thema. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir natürlich nicht ungebremst nur die grüne Fläche bebauen wollen. Wir haben in der Änderung der HBO Möglichkeiten geschaffen, auch zur Verdichtung, auch zum Abriss beispielsweise alter Gebäude und am Aufbau wieder auf alten bestehenden Grenzen Möglichkeiten der Nachverdichtung geschaffen. Wir wollen über Eigentumsförderung den Menschen die Chance geben, für ihr eigenes Alter vorzusorgen. Wir wollen über steuerliche, über Bürgschaftsprogramme verschiedene Wege schaffen, dass eben Menschen bereit sind, für ihr eigenes Eigentum zu investieren und eben nicht über normative Verbote oder Vorschriften, wie Sie es geplant haben. Und wir sehen auf der anderen Seite auch unsere staatlichen Wohnungsbaugesellschaften in der Verantwortung. Und wir haben
im Koalitionsvertrag für die nächsten 5 Jahre 2,2 Milliarden € für den Bereich Wohnungsbau zur Verfügung. Ich bin sicher, dass Herr Minister Al-Wazir auch hier die richtigen Impulse setzen wird, dass wir in den 5 Jahren, ähnlich wie im Übrigen in den vergangenen 5 Jahren, es uns gelingt, genügend oder viele Wohnungen zuzubauen. Wir haben, und das darf man an der Stelle vielleicht auch einmal sagen, in der Periode 2014 bis 2019 immerhin rund 400.000 neue Wohnungen in Hessen entstehen lassen. Also auch diese Zahl, meine sehr geehrten Damen und Herren, zeigt, dass die Instrumente auch in der Vergangenheit durchaus gewirkt haben. Aber unbestritten ist, dass wir mit hohem Tempo und mit neuen Instrumenten auch dieser wachsenden Notwendigkeit an Wohnraum entgegentreten müssen. Bauen günstiger machen, und auch da muss ich, glaube ich, Politik an die eigene Nase fassen. Wir haben die HBO verändert, wir haben viele gute, positive Aspekte dort eingebracht, aber, und auch das gehört zur Wahrheit, wir haben viele Maßnahmen, die sinnvoll sind, die klug sind, die richtig sind, in die HBO aufgenommen, die am Ende aber dazu führen, dass Bauen teurer wird. Und wenn wir über Mietpreise morgen, glaube ich, am Nachmittag reden, dann ist es eben auch ein Teil der Wahrheit, dass Mieten steigen, nicht nur über die Preisentwicklung von Grund und Boden, sondern eben auch, weil Bauen so teuer wurde. Grund und Boden ist der Stichpunkt, wenn wir über die Bereitstellung von Bauland reden. Und wir haben alle Kontakte zu den Kommunen, zu den Bürgermeistern in den Wahlkreisen, dass es oftmals schwierig ist, für die Kommunen vor Ort Bauland zur Verfügung zu stellen. Da spielt Baurecht eine Rolle oder Planungsrecht eine Rolle. Da spielt Bürgerbeteiligung eine Rolle. Also alles Maßnahmen, die wir in den Jahren zuvor für richtig erachtet haben, die uns heute sich aber erweisen als zumindest eine Hürde, als zumindest ein Hemmnis, wenn es darum geht, schnell Wohnraum zur Verfügung zu stellen, dafür Bauland auch zu schaffen und am Ende eben auch Investitionen damit zu generieren. Deshalb glaube ich, dass es richtig ist, dass wir über den Masterplan Wohnen, über die Allianz für Wohnen weiter im Gespräch bleiben mit den kommunalen Vertretern, mit denjenigen, die vor Ort Möglichkeiten schaffen. Wir haben, wie gesagt, morgen noch einmal die Gelegenheit, bei der Mietpreisbremse zu sprechen. Ich will kein Bashing machen von Kolleginnen und Kollegen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Aber es ist schon interessant, auch einmal hinzuschauen, wenn jemand dann in der Verantwortung steht, unabhängig des Parteibuchs, ob das, was vorher vielleicht in Oppositionszeiten vollmundig genannt wurde, dann in der Verantwortung, wenn man als Bürgermeister ist, in der Praxis auch umgesetzt wird. Also auf diese Diskussion bin ich sehr gespannt. In diesem Sinne glaube ich, wir brauchen weniger Vorschriften, aber wir brauchen einen Aufbruch dazu, dass wir mehr Wohnungen bauen. Nur über Bauen können wir das Problem lösen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kasseckert. Nächste Rednerin für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN ist die Kollegin Förster-Heldmann. Sie haben das Wort. Ja, guten Morgen, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Die Debatte, die eben gerade geführt wurde, könnte man auch übertiteln mit dem Titel Spekulieren über Spekulation. Und was machen wir eigentlich in den letzten Jahren? Wir reden ganz viel über Wohnungspolitik, über die richtigen Maßnahmen, während die Leute draußen vor Ort genau die Akteure sind und ganz, ganz viel umsetzen. Und ja, Eigentum verpflichtet. Und dabei ist wirklich festzustellen, dass der Wohnungsbau die Hauptaufgabe ist. Und in dem Weg zu dem ausgeglichenen Wohnungsmarkt gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Das, glaube ich, ist in der vergangenen Debatte deutlich geworden. Und vor allen Dingen ist auch deutlich geworden, dass es da mehrere ideologische Keulen gibt, die heute schon ordentlich geschwungen worden sind. Und in Teilen eben dieser unterschiedlichen Einschätzung muss man schon auch zu dem Schluss kommen oder sich die Frage stellen, welche Bedeutung hat dieses Wohnraumzweckentfremdungsgesetz oder die Leerstandsdebatte, die wir heute führen.
Sie hat mit Sicherheit eine Bedeutung in diesem Sinne, dass sie eine Stellvertreterrolle einnimmt für eine Debatte insgesamt. Aber am aktuellen Wohnungsmarkt wird der Leerstand, der ja mit 1,4 vom IWU betitelt wird und wo Sie einfach die Behauptung aufstellen, dass es nicht stimmen wird, wird ja so genannt. Ich sage einmal Folgendes: Für die Wohnungswirtschaft oder für die Wohnungsbaugesellschaften, egal welcher Art sie sind, ist es eigentlich ganz wichtig, dass der Leerstand mindestens bei 2% liegt, weil sonst funktioniert Wohnungswirtschaft nicht wirklich. Wir haben dann Probleme mit Renovierung und mit Sanierung. In der Fachdiskussion, die ja schon wichtig ist, dass man sich das einmal anhört, was andere Menschen draußen vor Ort, die sich professionell nicht nur aus politischer Hinsicht mit dieser Diskussion beschäftigen, auch die sagen, natürlich gibt es Spekulation, aber in der Regel ist genau diese Spekulation, die wir beobachten, ja, die hat ja schon teilweise kriminelle Züge. Jedenfalls kenne ich das. Und es gibt Einzelfälle, an die wir uns echt, und das, da rede ich mal mit den Kommunalpolitikern, die hier noch im Parlament sind, da haben wir uns schon echt die Zähne dran ausgebissen. Aber ich sage Ihnen eins, Frau Barth, Ihr Gesetzentwurf oder Ihr Antrag wird daran nichts ändern. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass Grüne selbst, meine Kollegen, auf die Barrikaden gehen, dann sage ich, ja, die habe ich in der eigenen Fraktion, die haben nicht hier im Landtag in der eigenen Fraktion, in meiner Kommune, in den Facharbeitskreisen. Das ist richtig. Und sie haben auch das Recht, eben ganz harte und krasse Meinungen zu vertreten. Aber unsere Aufgabe als Politiker hier ist doch, die Gesamtheit zu sehen. Und die Gesamtheit ist nicht nur, bildet sich nicht aus Immobilienhain und Spekulation, sondern die Gesamtheit ist die privaten Anbieter, die kommunalen Anbieter, die großen Wohnungsbaugesellschaften und auch die Hessische Wohnungsbaugesellschaft. Und wenn hier in der Debatte von neoliberaler Politik in der Vergangenheit gesprochen wird, dann kann ich nur sagen, Herr Schalauske, Sie waren Teil dieser neoliberalen Politik. Das ist nun einmal so. Ich will mich ja selber nicht rausnehmen, aber negieren hilft da nicht weiter. Und damit und darum ist es wichtig. Und darum ist es richtig, was der Minister Al-Wazir vorhat, den Genehmigungsvorbehalt der Gemeinden für die Umwandlung von Miet in Eigentum in besonders angespannten Gebieten. Und dieser Genehmigungsvorbehalt greift viel früher ein, nämlich vor der Spekulation. Und deswegen ist es ein wirksames Mittel. Und ja, und in Frankfurt zum Beispiel gibt es auch ein Vorkaufsrecht für Miethäuser, die zum Verkauf stehen. Frankfurt nutzt diese Möglichkeit aber kaum, im Gegensatz zu Tübingen, die diese Möglichkeit nutzen. Ich will nur einmal die verschiedenen Behauptungen aus den vorhergehenden Reden auch ein bisschen in den Zusammenhang bringen. Vielleicht kommen wir dann wieder zurück zu einem Gesamtbild. Und Darmstadt erweckt auch die Umnutzung von Miet in Ferienwohnungen unter einen Genehmigungsvorbehalt zu stellen, weil sogar in der kleinen Stadt Darmstadt hat man festgestellt, dass das ein Geschäftsmodell ist, das sich möglicherweise lohnt, und man überlegt, ob man da jetzt durch das Wohnungsaufsichtsgesetz eine Regelung schafft. Ich will nur damit sagen, Kommunen sind schon schlau auch. Sie sind aber auch angewiesen auf das, was wir hier als Landespolitik machen. Und im Gegensatz zu einigen Vorrednern und will ich schon einmal sagen, das, was seit 2013 hier zum Thema Wohnungspolitik gemacht und geschaffen worden ist, und ich möchte hier auch noch einmal
Frau Ministerin Priska Hinz anführen, die ja ganz wesentliche zentrale Dinge aufgesetzt hat, die jetzt langsam auch wirken. Und während viele hier einfach nur reden, und es ist auch ganz wichtig, dass in Ergänzung zu diesen vielen Maßnahmen jetzt die Kündigungssperrfristverordnung von 5 auf 8 Jahre erhöht werden soll. Und zu dem Leerstandsmelder, da könnte man jetzt auch noch einiges sagen. Ich will mir das sparen, weil ich finde schon, wenn man so etwas macht, dann muss es in professionelle Hand. Aber man kann nicht einfach einen Melder installieren und dann ist überhaupt nicht klar, was wird denn hier eigentlich gemeldet. Ist es denn so, dass da Nachbarn Nachbarn beobachten, oder ist es ein professionelles Herangehen an eine Leerstandsverwaltung? Ich behaupte, der Aufwand ist nicht gerechtfertigt. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass bei den kommunalen, bei den großen Unternehmen ein Leerstand unter 1% besteht und deswegen die Quote von 1,4%, die das IWO angibt, durchaus realistisch ist. Wir haben in der Vergangenheit natürlich auch mit der Änderung der HBO die nötigen Dinge in Kraft gesetzt, die ermöglichen, schnelles oder schnelleres Bauen zu bewerkstelligen. Aber wir dürfen doch eines nicht vergessen. Wir dürfen doch unsere Grundsätze, unsere Wertevorstellungen, die wir in Jahrzehnten aufgebaut haben, auf einmal über Bord werfen, sagen, jetzt muss aber bauen, bauen, bauen her, egal, mit Beton und Stahl und mit Holz, mir alles egal. Diese Wertevorstellungen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, dürfen wir heute und in dieser Zeit, wo es wirklich einen Notstand gibt, nicht einfach über den Haufen werfen. Darüber hinaus beschäftigen sich jetzt bereits einige Gutachter, Fachleute darüber, wann haben wir denn eigentlich den Höhepunkt in dieser Wohnungsnot erreicht, wann werden die ersten Entlastungszeichen kommen. Und das sagen einige 3 bis 4 Jahre. Ja, das können die sagen, weil die reden natürlich sozusagen über ein oberes Drittel, über relativ wohlhabende Mieter. Wir haben die Aufgabe, wirklich dafür zu sorgen, dass mittlere und niedere Einkommen zum Zuge kommen. Und genau das ist das Ziel der hessischen Wohnungspolitik in dieser Koalition. Und da ist es natürlich wichtig, dass man alle Akteure zusammenzieht. Da gehören ganz klar die privaten Vermieter dazu. Es kann nicht sein, dass ich einfach mich nur auf eine Gruppe von Akteuren beschränke und sage, die müssen jetzt im Besonderen gefördert werden, sondern man muss schon wirklich den Zusammenhang sehen und alle in ein Boot holen. Und es muss natürlich auch so sein, dass private Investoren auch einen Anreiz haben, für mittlere und niedrige Einkommen Wohnungen zu bauen. Und in Teilen ist das auch schon gelungen. Ich will Ihnen eines sagen, einzelne Beispiele heranzustellen, herauszugreifen, wie das in der Berger Straße kam ja auch in der Hessenschau, glaube ich, ist nicht zielführend. Wir haben die Aufgabe, die verschiedenen Akteure zusammenzubringen, die Ansprüche derer, die ihren Lobbyismus sozusagen in die Politik hineinbringen, zusammenzubringen und daraus ein Gesamtbild zu machen. Und mit diesem Gesamtbild ist diese Koalition auf einem sehr guten Weg. Ich muss Sie auf Ihre Redezeit hinweisen, Frau Kollegin. Und wenn ich mir das Land Berlin oder die Stadt Berlin anschaue, vor 2004 oder 2005, weiß ich nicht, haben Sie eben diese 60.000 Wohnungen verkauft. Aus welchen Gründen auch immer, weil das Geld gerade einmal knapp war, hat man etwas zur Disposition gestellt, wo man sich heute wirklich, also auf, könnte man jetzt derb antworten, will ich nicht tun. Und heute reden die Berliner über Enteignung. Und wenn ich mir die Frau Kollegin, ich muss Sie wirklich auf Ihre Redezeit hinweisen.
Seite die Enteignung, auf der anderen Seite den Verkauf von 60.000 Wohnungen vor 10 Jahren. Und es geht nicht darum, von rechts nach links in 10 Jahren umzuschwenken, sondern es geht darum, die Mitte zu finden und eine ordentliche Wohnungspolitik hier in Hessen umzusetzen. Vielen Dank.